Jetzt, Achtung! So, hallo. Weil heute so ein schöner Tag ist und die Sonne so schön scheint, machen wir mal kurz das Video. Scheiße, das ist dieses komische Blech. Ablaufblech, Wärmeableitblech. Ne? Gehen wir gerade mal schön durch, da haben wir gerade eine Pagode. Ein sehr schönes Modell. Wir haben gerade das Thermoelement erneuert. Was geht, oder? Da ist das da. Das klappert, der Hinne klappert, aber ich glaube, da ist da drin irgendwas. Was? Da ist richtig. Da oben, das ist der Ober, da oben das. Das ist der Ober, oder? Das da und das ist der Ober. Das ist halt nicht klebere. Locker. Guck mal, ich glaube, die Dämmung. Ich glaube, machen wir weg. Die sind komplett. Sehr ordentliches Fahrzeug. Da haben wir mal drin gearbeitet vor 10 Jahren oder länger, ich weiß es nicht mehr. So, gehen wir auf wieder. Das sind halt immer noch die Kleinigkeiten, die kommen dann zwischendurch. Da scheppert es dann halt mal. Muss man halt dann nachgucken. Da haben wir einen Abgastest noch gemacht, dass das Auto schön fahren kann. Einfach schöne Autos. Da ist noch eine Welle eingelaufen in dem Auto. Bremsscheibe aber unnormal, muss gewechselt werden. Zündkabel, Motorgummilager. So eine normale Wartungsgeschichte. Den Runner gesessen. Halt, du musst den aufmachen. Du. Oder kriegst du ihn raus? Nee, schlecht, gell? Ja. Den machst du die Schraube auf. Da eine tut man auch einstellen, der darf nicht aufliegen. Wenn Sie den Motor hochnehmen, müssen Sie die Schraube rausmachen. Das geht jetzt nicht weit genug noch. So, der ist jetzt wirklich bald fertig. Geht also ein bisschen länger mit den Fahrzeugen. Da sind wir noch ein bisschen am Schaffen, aber. Da habe ich ein paar Sachen rausgezogen. Das da, ne? Das geht halt so nicht, das ist nicht weggekommen. Sehen Sie das? Das ist mitlackiert, das geht nicht. Aber, so, hallo, jetzt geht's weiter. Gestern ist der Akku leer gewesen, in der Kamera. Da wollte ich bei anderen Sachen filmen, aber da war kein Strom mehr da. Da haben wir daheim das Ding gezeigt. Was ist das andere? Da ist es nachgelegt. Gucken Sie, das ist da drauf gesteckt. Das ist mitlagiert worden, aus Versehen. Das muss auch noch. Da muss ich von hinten jetzt
Und da muss das wegmachen, die kommt weg und dann machen wir das dafür noch. Das sieht ja dann schöner aus. Da tut man jetzt weiterarbeiten. Das muss jetzt nicht unbedingt chromatiert sein, das ist normal schwarz. Das da ist chromatiert. Das haben wir so bekommen. Da tut man sich jetzt halt langsam voran schaffen. Die sind neu, die sind durchgezogen, die sind am Stück. Das gehört so dahin. Jetzt kommen die Kabel unten rein. Hände in die Seite, wenn man es auch noch dem Material eingeklebt werden. So wie da. Hände ist schon reinkommen. Tank ist schon drin. Wie gesagt, auch bald fertig. Die Sitze sind noch draußen, die sind aufgepolstert worden. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Das haben wir, glaube ich, gestern schon drauf gehabt, gell? So. Bremsscheiben sind schon drin. Und auch Gummilager sind drin. Oh, was ist denn jetzt? Dann haben wir die Abgerstertstück gesehen, das ist sehr gut. Die Farbe fällt mir auch gut dahin. Die sind aus dem Saarland, nette Leute. Da hat man ein bisschen Kundendienst gemacht. Gerade hat 25 Liter gebraucht. Die Pumpe war viel zu fett. Der ist nicht gelaufen wie Sau, gell? Der hat sogar verbrannt, das feine Benzin, aber es ist auch vom Benzin ins Öl gegangen. Aber jetzt läuft er gut, jetzt ist er schon, jetzt haben wir alles eingestellt. Dann macht man gerne eine Schläuchle noch mit ordentlichen Schellen, weil das war porös. Benzinschlauch haben wir auch einen repariert, der war auch aufgerissen, das ist eine Zeitpumpe. Der Mann kann auch viel selber machen, der Rest macht er dann selber. Da ist das falsche Ding, das ist falsch, ich habe eine Platte noch, das könnt ihr aber selber machen. Man muss nicht, wenn das da muss ich ihm sagen, muss ein Artikel, das geht so nicht. Aber wir müssen nicht alles gemacht haben. Die Leute selber was machen können, ist das auch recht, oder uns ist das recht. Ist doch schön, wenn man selber was machen kann. Das ist ein deutsches Auto und der Zustand ist in Ordnung. Das ist halt eine Sache, gell?
Der war gestern draußen gestanden in der Sonne. Das hat ganz gut ausgesehen. Aber da war dann, wie gesagt, der Akku leer. Alter Kunde. Der war jetzt schön raus noch. Auch ein gepflegter Wagen. Schlechteste Auto auf der Welt. Setzt halt so wie gesteigert, gell? 240er Diesel, Automatik. Sehr gediegen. Was kommt jetzt da? Jetzt müssen wir geschwind abbrechen. Jetzt müssen wir geschwind abbrechen. Also. So, jetzt geht's weiter. Da haben wir einen 124er Kombi annehmen müssen. Was ein kleines Programm bekommt. Jetzt ist wieder Nachmittag. Ich glaube, da haben wir vorher aufgehört. Auch ein sehr schöner 123er. Der hat erst 44.000 Kilometer drauf. Innen schön blau. Kann man anschauen. Ja, das ist jetzt nicht interessanter hin. Das sind Fremdfabrikate. Der hat auch so ein kleines Programm bekommen. Das wird nur mit dem Pinsel jetzt angestrichen. Da geht es jetzt erstmal um Rostbeseitigung und dann Lackierung kommt später. Das Fluidfilm, das Düne haben wir dann eingespritzt, aber das ist halt, da muss man es unterlegen, gell? Das ist eine Sauerei. Bisschen Fluidfilm und die Leitung mit Sanders für die Achskonsole frei gemacht. Bisschen Rost abgeschliffen, nicht schön, aber. Hauptsache, das nicht weiter. Schiebedach entrostet. Und auch unten geschweißt. Stoßdämpferaufnahme, Rathaus hinten geschweißt. Der ist jetzt fast fertig. So ein kleines Programm. Da alles geschweißt. Immer noch der schöne Ponton. War zwei Kandidaten dafür da. Ein ganz netter. Große, sehr groß, war zu groß, ging nicht, eine kleinere. Der hat sich aber jetzt nicht mehr gemeldet, der traut sich vielleicht nicht. Aber muss man ja jetzt nicht unbedingt kaufen können. Ja. Und das kann man nur kaufen, wenn man es richtig möchte. Aber schlecht ist es nicht. Wenn wir Feuer bekommen, der kriegt so ein halb mittelgroßes Programm, überall ein bisschen. Heckscheibenrahmen sind gut. Rostgrüner. Da auch irgendwo Rost.
Nichts Schlimmes. Das Gute an dem Sender fand ich, das kann man dann auch mal in die Sonne stellen. Dann wird es matschig, dann kann man es gut drauf streichen irgendwo. 25 Jahre Standzeit. Haben wir noch nicht angefangen. Aber eine kleine Röstarbeit. Ist bald fertig. Da müssen angefangen werden. Heißt die Paillettrot metallig da hin. Ich weiß jetzt schon, ich vergesse halt auch einiges. Man kann sicher auch nicht alles merken, gell Steffen? Und die Kilometer stimmen da. Schönes Auto. Das ist das da, was da so glänzt, gefällt mir halt nicht, gell? Das gefällt mir also gar nicht. Gibt es einen Namen dafür, den darf man aber nicht mehr sagen. Sichelchrom. Sichelchrom, ja, das darf man sagen. Sichelchrom. Tja. Auch Sichelchrom. Also bei dem gehört er nicht noch, beim 220er. Geschmackssache. Beim 300er gehört er noch. Bei unserem 220er haben wir gleich als erstes abmontiert. Der ist auch fast fertig. Hat ein neues Verdeck bekommen. Zieht sich halt alles ein bisschen. Der ist auch fast fertig, da hinten. Mein Lieblings-200er Diesel. Und den gucken wir anders mal an. Das ist der Knallerwagen da hinten. Der da oben ist auch sehr gut. Der fährt. Von dem erzähle ich mal später. Das ist der erste Handwagen. Tja, jetzt scheint die Sonne. Zeige ich immer ganz schnell, weiß, das konnte ich nicht mehr in der Werkstatt nicht mehr zeigen, wie sie mal das auch. Das zeige ich mal, wenn es da fertig ist. Sind sie die Sitze? Ich sehe jetzt nicht richtig, ich hebe die Kamera hoch. Die Sitze müssen Sie anschauen. Also haben Sie schon mal schönere Sitze gesehen? Eigentlich nicht. So, also, jetzt machen wir aus, gell? Dankeschön. Oder ein Heini noch, da ist mir gerade noch einer eingefallen. Leitung einrepariert, also ist nur teilrestauriert. Ist ein Diesel. Schnell zusammengebaut. War dann nicht Achs draußen, Achskonsole frei.
Leitung und den Axt durchgerüstet. Also da kommt halt schon ein bisschen was zusammen jetzt. Dann war die hintere Lager, die biegt sich ja, das ist wie so eine Kugel. Die war eben frei, aber mein Shit war riesig. Hm, was machst du? Tja. Kommt halt eins zum anderen. Ja. Wenn das jetzt warm wird, das Fett, ist das wie ein Tortenguss. Ist aber eine riesige Sauerei. Aber das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das Sendersfett ist eine Sauerei. Aber es hilft da. Sonst wäre es auch nicht dahin drauf gekommen. Das macht schon Sinn dahin. Der Wagen kriegt jetzt kompletter Einsatz. Winters wie Sommers. Also Schweißarbeiter gibt es hier keine mehr. Leitungen alle weg, alle eingefettet, neue Leitungshalter, Gummis. Weil unten, wie gesagt, unter die Gummis rosten die Leitungen zusammen. Und dann bist du die schöne Gummi, die 110er Nummer. Kein Plastik, Ding ins Einbauen. Wenn man das hineinguckt, also mir geht es so, wenn ich das so durchgucke selber abends, freue ich mich immer. Da ist die Freude groß, muss man echt froh sein. Der 123er ist auch ganz gut beieinander. Ein paar Sachen waren da komisch. Achswelle hinten rumgewackelt, da sind mal neue Achswelle reingekommen hinten. Da war die Röhre wieder zwischendrin zu lang. Aber das hört man ja nochmal beim Fahren. Naja, alles repariert. Also, aber jetzt machen wir aber aus, gell? Gell? Jetzt machen wir wirklich aus. Also, tschüss, danke.